Wir sind live. Hey Leute, Dennis Gore hier. Herzlich willkommen zur heutigen Live-Show mit einem besonderen Gast, nämlich dem Jörg von Minkwitz aus Berlin von der Firma Bitwala. Ja, Jörg, freut mich, dass du hier bist heute. Vielen Dank. Also freut mich Wunderbar. auch sehr. Also Leute, wir haben heute ein spannendes Interview geplant. Wer den Jörg noch nicht kennt und Bitwala noch nicht kennt, der wird ja heute mal beide kennenlernen. Sehr spannende Sachen, die der Jörg damit mit Bitwala am Start hat. Und ich würde einfach mal ganz spontan hier einsteigen, weil bei mir in den Interviews ist es immer so, wir bereiten eigentlich nie was vor, was Fragen oder sonstiges angeht, machen das immer spontan. Und so gefällt es mir am besten. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt euch gerne in den Chat da mal reinschreiben. Später werden wir mal eine kleine Fragerunde noch im Chat machen. Ja, dass wir da ja mal ein bisschen auch Feedback von euch bekommen. Und ich würde einfach mal sagen, Jörg, stell dich mal ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du? Und wie bist du überhaupt in die ganze Bitcoin-Szene hier reingerutscht, in die Kryptowelt? Ja, also ich bin Jörg, wie du so schon gesagt hast. Ich bin der Co-Founder von Bitwala. Bitwala ist eine Blockchain-Banking-Solution, sage ich mal. Also im Prinzip eine Verbindung zwischen einem traditionellen Bankkonto und ja, einem ganz normalen Bitcoin-Wallet. Für mich, also das ist das, ich bin selber auf die Idee gekommen, weil ich ja relativ früh in diesem ganzen Bitcoin-Markt unterwegs war, habe damals 2010, 2011 war das in meinem ersten Semester im Finance-Studium, so am Rande der Vorlesung davon mitbekommen, bin dann wirklich von Anfang an total thrilled gewesen, weil es einfach was ganz Neues ist, was wirklich außerhalb der Kontrolle von Zentralbanken ist, was nicht irgendwie einen Mittelsmänner benötigt, um Transaktionen weltweit oder auch Micropayments abzuwickeln. Da von dieser ganzen Sache war ich damals so begeistert, damals ging Micropayments noch. Von der Sache war ich so begeistert, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache was damit, war dann wirklich auch mit einer der ersten in Deutschland, die sich damit beschäftigt haben so die erste Cryptocurrency Consulting, haben wir uns damals genannt, aufgebaut. Und das Schöne war, das war so ein Projekt aus dem Studium raus, aber das Schöne war, wir waren die ersten, die eben eine Seite auf Deutsch mitgemacht haben und sich auch bewusst an Unternehmen gerichtet haben. Und so kam unsere ganze Erfolgsstory eigentlich so ins Laufen. Wir haben dann relativ schnell große Kunden gehabt, die wir beraten haben, wie man Bitcoin für den Zahlungsverkehr benutzen kann, wie man bestimmte Techniken in die Firmen integrieren kann. Und das waren so meine ersten Steps. Und ja, wie man sich vorstellen kann, mit diesen großen Firmen so zusammenzuarbeiten, war es irgendwann frustrierend ein bisschen. Also wir haben gutes Geld verdient, privat, gar keine Frage, sind mal weitergekommen. Aber haben dann immer gemerkt, dass wir in irgendeiner Management-Instanz dann immer gescheitert sind. Entweder hieß es zu früh, zu early, zu riskant oder Imageverlust, lauter solche Sachen. Und dann habe ich 2013, 14 haben wir dann gesagt, wir machen unsere eigenen Projekte, haben dann so den ersten E-Commerce-Shop aufgebaut, der sich auf Bitcoin beschränkt hat. Also haben so Mining-Equipment, Server, was wir da alles verkauft haben, haben 160.000 Produkte in Stock gehabt. Und das hat funktioniert. Also wir sind damals live gegangen mit so einem Dropshipper, sind dann den hingetreten, haben gesagt, wir wollen einen neuen E-Commerce-Shop machen. Und der sagt, ja, seid ihr nicht 10 Jahre zu spät vielleicht für E-Commerce? So, nee, lass mich mal machen, ich habe da was. Und ja, wir hatten am ersten Tag 30.000 Umsatz damals, 2013, und ja, sind dann Opfer unseres eigenen Erfolgs geworden. Also wir haben immer gemerkt, wir hatten relativ viele Payments ingoing, ja, Bitcoin relativ schnell auf die Exchange. Wir mussten es aber umtauschen und haben dann realisiert, dieses ganze Future Payment funktioniert gar nicht, weil unsere Lieferanten wollten in Euro bezahlt werden. Wir mussten auf unsere Liquidität achten und so ist dann die Idee zu Bitwala gekommen, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein System, wo es auf der einen Seite Bitcoin rein, auf der anderen Seite Euro raus, dass ich beides in einer Welt managen kann. Und so sind wir jetzt seit 2017 mit Bitwala unterwegs und verfolgen den Weg der Blockchain-Bank. Blockchain-Bank, ja, das ist so ein Thema, ne? Wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man für diese Branche brennt und man möchte natürlich gegen Bitcoin was verkaufen oder in Bitcoin einkaufen, man selber kann das machen, aber wie du gerade sagst, der Lieferant will das nicht, der Anbieter will das nicht und man hat dann immer letztendlich diese Hürde, die man überwinden muss. Und es war natürlich gar nicht so einfach, da irgendwie auch eine Lösung zu finden. Wir haben ja Absolut. gesehen,
dass es gab ja einige Versuche von auch zum Beispiel Krypto-Kreditkarten weltweit von verschiedensten Unternehmen. Auf einmal war die Lizenz weg und auf einmal ist für viele auch eine Welt zusammengebrochen. Oh, wie komme ich jetzt an das Geld rein? Welche Umwege muss ich gehen? Also die Branche ist nicht leicht und das liegt natürlich auch zum großen Teil natürlich auch an der Regulierung. Und du hast dich jetzt bewusst dazu entschieden, wirklich ein Unternehmen, Blockchain-Banking hier in Deutschland aufzubauen. Ja, das Thema Bank, Deutschland und Krypto, passt das zusammen? Warum seid ihr in Deutschland? Ist das nicht eigentlich ein unfreundlicher Standort? Thema Bitcoin-ATMs haben wir ja keine. Das stimmt. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, muss ich sagen. In Deutschland ist es so, dass sich die BaFin relativ früh positioniert hat und Bitcoin eindeutig als Zahlungsmittel oder zahlungsähnliches Finanzinstrument eingestuft hat und dementsprechend relativ früh reguliert hat. Das hat jetzt zwei Nachteile, wie zum Beispiel die ATM, die dann unter das Bankensystem fallen, wo man eben keine ATMs einfach so aufstellen kann. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch ein Raster als Firma, mit dem wir uns bewegen konnten. Wir wussten, man darf es als Zahlungsmittel akzeptieren, man darf bestimmte Sachen machen. Es ist auch irgendwie rechtlich klassifiziert worden und deswegen konnten wir unseren Schritt mit der Solaris überhaupt gehen. Weil wenn irgendwas komplett unreguliert ist, fassen es die Banken nicht an. Bei uns ist es reguliert und deswegen finden wir auch Partner, die damit arbeiten können. Also deswegen ist der Standpunkt Deutschland eigentlich so vom regulatorischen Umfeld super. Und ich muss sagen, der Standort Deutschland oder auch Berlin gerade, Frankfurt, diese großen Zentren, die haben natürlich auch eine große Blockchain Ökonomie. Du hast viele Fans, die Leute haben ihre Firmen da, die Leute haben ihre Bankkonten da, die arbeiten dort vor Ort und dann ist es mir auch irgendwie logisch oder klar gewesen, dass wenn ich diese Kunden haben will, dann muss ich auch dahin gehen, wo meine Kunden sind. Also es war, glaube ich, so ein Rundumpaket Deutschland, was für mich Sinn gemacht hat. Okay, euer Partner ist die Solaris Bank, das heißt, ihr habt eine Vollbanklizenz, eine Bank im Hintergrund, die das quasi alles managt, eure Konten. Und ich habe jetzt hier direkt schon eine Frage im Chat vom Lennart, der fragt, wie sind denn die Schritte hier bei Bitwala? Anmelden, Krypto kaufen, Karte erhalten und bezahlen. Und der Roman hat auch direkt nämlich schon einen kleinen Link gepostet, da können wir vielleicht mal kurz drüber sprechen. Was ist euer Hauptprodukt gerade? Wie funktioniert das? Und erzähl mal ein bisschen darüber. Ja, es funktioniert eigentlich in beide Richtungen. Es ist wirklich ein ganz normales, traditionelles Bankkonto. Ich bin aus der Zeit, ich versuche einfach so ein paar Aspekte noch zu erklären, was dieses Konto so besonders macht, weil auf der einen Seite klar, Bitcoin raus, Euro rein, Bitcoin raus, Bitcoin rein, Euro raus. Das geht natürlich logischerweise ohne Probleme. Du hast auch die Debitkarte, wie man auch früher von diesen ganzen Prepaid-Anbietern kannte. Diese ganzen Funktionen hat man. Aber das Schöne an dem Produkt ist eigentlich, dass es eben voll reguliert ist. Und wenn der Markt bei uns immer oder die Ökonomie gesagt hat, Regulation ist was Schlechtes, die muss ich dann immer an Mt. Gox und andere Szenarien erinnern, wo das Geld dann plötzlich weg war oder auch wo die Bitcoins weg waren, weil diese Entities nicht reguliert waren. Und bei uns ist es eben das erste Mal so, dass die auch Endkunden, die von Bitcoin keine Ahnung haben, die wirklich einen ganz einfachen Einstieg haben wollen, sich ein Konto bei uns machen können. Das heißt wirklich, wie beschrieben gerade im Chat, anmelden, verifizieren, Karte bestellen und los. Und genauso. Dazu noch einen kleinen Hinweis, denn der Roman hat auch gerade hier einen Link gepostet. Ihr hattet ja, als ihr es angekündigt habt, dass ihr so ein Bankkonto macht mit einer Debitkarte, jeder wollte eine Debitkarte haben, einen riesen Ansturm gehabt und auch natürlich lange Wartezeiten, weil die Leute müssen sich selbstverständlich auch verifizieren. Der Link im Chat, den der Roman hier gepostet hat oder auch unterhalb von diesem Video in der Beschreibung, ja, da haben wir hier mit dem Jörg einen Spezialdeal. Ihr könnt nämlich euer Bankkonto eröffnen ohne große Wartezeiten. Das heißt, wenn ihr über den Link geht, ja, ich habe da auch nichts von, das machen wir so, weil das einfach ein cooles Produkt ist, was ich auch selber nutze, ja, dann könnt ihr hier euer Konto relativ zügig eröffnen und bekommt auch die Karte. Die Frage ist, funktioniert das in Österreich und auch in der Schweiz für Schweizer Kunden oder österreichische Kunden? Ganz einfache Antwort, ja, also wir haben einen europäischen Passport, inklusive Liechtenstein, Schweiz, Österreich und allem, was dazugehört. Jeder, der in Europa lebt, kann auch unser Kunde sein. Wunderbar. Für mich ist es natürlich ganz cool, weil man jetzt hier wirklich ja ein ganz normales Bankkonto hat. Man hat eine IBAN, man kann dort Gelder empfangen, sowohl in Bitcoin, auch in Euro, kann das alles schön exportieren und so weiter. Also hat da völlige Kontrolle. Und das Schöne ist natürlich auch, wenn ihr hier Bitcoins tauscht, ihr verdient auch Geld dran. Sprich mal ein bisschen über die Gebühren. Was kostet das, wenn ich jetzt hier Gelder hin und her handle und tauschen möchte? Genau, bei uns gibt es eine Flat Fee, immer 1%. Also wir sind immer eine Firma gewesen, die für Transparenz und auch transparente Preisgebung stand und auch stehen wird. Bei uns gibt es keine versteckten Kosten, keine
fixen Gebühren, nur wenn derjenige tauscht, dann 1%. Und wir sind da wirklich im Wettbewerb mit dem, was wir bieten, weil wir wenn bei uns irgendwie an- oder verkauft wird Bitcoin, dann bekommt man diese nach 15 Minuten, im Moment noch 15 Minuten, muss man ehrlich sagen, dass ein Sicherheitsmechanismus ist. Man bekommt dieses Geld, Euro oder Bitcoin, wirklich innerhalb von wenigen Minuten gutgeschrieben. Und wenn man da diesen Express-Service an anderen Exchanges benutzt, dann zahlt man deutlich mehr. Also wir bieten den schnellsten Service doch zu einem wirklich kompetitiven Preis. Genau, 1%. Natürlich kommt noch die Mining-Fee da oben drauf, glaube ich. Ne? Die ist aber meistens sehr gering. Also ich genau. finde das eine gute Rate. Ich selber habe das Konto getestet. Ich benutze es aktuell. Ja, bin zufrieden. Und die Frage im Chat ist auch direkt, muss ich, wenn ich jetzt die Debitkarte nutze, meine Bitcoins tauschen in Euro, bevor ich nutzen kann? Ja oder nein? Ja, und zwar, das ist mir, liegt mir immer ganz, ganz stark am Herzen, das noch auszuführen, weil ich ein alter Bitcoiner bin und ich liebe den Satz, nicht deine Keys, nicht deine Bitcoins. Ja, wenn man die Keys einem Provider wie uns gibt, dann muss dem Enduser klar sein, dass wenn wir pleite gehen, wenn wir gehackt werden, dass seine Bitcoins weg sind. Und wir wollten das nie haben. Wir haben gesagt, wir wollen eine Bank sein, die anders ist, wo der Kunde im Besitz seiner Werte ist, also im Besitz seiner Kryptos, und deswegen muss der Kunde aktiv den Verkauf auslösen. Sonst wären wir, wenn wir das, wir könnten das sogar passiv machen, dass wir das Geld von seinem Kryptokonto einziehen und dann tauschen für ihn, aber dann bräuchten wir Zugriff auf seine Coins. Ist ein Feature, was wir im nächsten Jahr anbieten, gerade auch für den Mainstream-Markt, aber unsere Kunden, diese Bitcoin-User, die legen Wert darauf, dass sie eben ihre Coins selber haben, und auch wenn wir nachts irgendwie mal down sind, sein sollten, hoffentlich passiert es nicht, aber wenn wir down sein sollten, dass sie trotzdem immer auf ihre Bitcoins zugreifen. Das heißt, der Kunde hat hier den Key und hat die volle Kontrolle. Wie genau. ist denn das, wenn man jetzt in Deutschland sieht, das ist voll reguliert, ist das versichert? Könnt ihr gehackt werden? Würde der Kunde gehackt? Wie würde sowas aussehen, auch mit der Versicherung dann? Genau, also das Schöne ist, dass eben jeder Kunde selbst für seine Sicherheit verantwortlich ist. Da gibt es auch einen Disclaimer am Anfang. Das heißt, du lädst deinen Private Key runter und sicherst den. Wenn der dir geklaut wird, abhanden kommt, Handy geklaut wird und PIN irgendwo aufs Handy draufgeschrieben, dann können wir dafür nichts machen. Und ist da auch wird man ja durchgeführt bei der Anmeldung, wenn ich mich richtig erinnere. Ganz genau. Also wir haben wirklich... Handout, ne? Was ausgedruckt wird auch, ne? Absolut. Und wir haben wirklich also knapp 40 Mitarbeiter und haben fast alle unsere Eltern auch gefragt durch diesen Prozess, durchzugehen, einfach um zu sehen, dass es auch wirklich intuitiv auch für ältere Leute, für jeden einfach zu handeln ist und dass solche Sachen ja wie Passwort nicht runtergeladen oder runtergeschrieben oder Seed nicht aufgeschrieben, dass solche Sachen einfach nicht passieren können, selbst wenn man sich mit Bitcoin nicht auskennt. Und das ist auch die ganze Philosophie dahinter. Und eine Sache wollte ich noch dazu sagen, für mich als Bitcoin-User macht es auch keinen Usability-Unterschied, weil wenn ich auf dem Weg zur ATM meine Bitcoins verkaufe, dann dauert der ganze Prozess maximal 10 Minuten, 15 Minuten. Das heißt, ich plane einfach 15 Minuten, bevor ich zum ATM gehe, packe ich Geld auf mein Konto und ich kann sofort abheben. Also es ist kein Usability-Nachteil. Und das muss einfach jeder für sich selber entscheiden, wie man auf der Karte dann braucht, wann man es machen will. Ich denke, das ist eine ganz nette Geschichte. Wir haben ja eine Frage zum Limit an Bankautomaten. Vielleicht kannst du mal ein bisschen über die Limits sprechen, der Karte, über das Trading-Limit, was auch ist und ja, was da alles mit zu tun hat. Ja, ein generelles Limit gibt es von den ATMs alleine schon. Also es gibt ATMs, das sind 300, 500 bis zu 1000. Bei uns sind das, glaube ich, 2000 Euro pro Tag, die man maximal abheben kann. Aber meistens sind die ATM-Limits kleiner, also muss man dann individuell schauen, wie die ATM um die Ecke ist. Und ich habe online auch gesehen, wenn man das Konto nutzt, man irgendwie ein Trading-Limit jetzt intern von 15.000 Euro. Was hat es damit auf sich? Das sind erstmal Sicherheitsmechanismen. Wir wollen schauen, dass das System anläuft, dass es alles stabil läuft, dass alle Kunden auch immer versorgt werden können und Liquidität bekommen können. Wir haben jetzt dieses neue Trading-System jetzt angeschoben und da ist Vorsicht geboten. Also das ist ganz einfach. Wir werden dann sukzessive die Limits erhöhen, aber am Anfang eben so. Und das reicht für den Durchschnittsverbraucher, reicht das durchaus. Okay. Ja, also ich finde es gut, vor allem für mich, der große Vorteil ist einfach, man hat hier ein ganz normales Bankkonto, ob man jetzt den Krypto-Aspekt davon benutzt oder nicht, das ist ja erstmal egal, aber man hat hier ein vollwertiges Bankkonto, was man nutzen kann und natürlich dann bei jeder Zeit hier Kryptos kaufen, weil viele Leute fragen mich natürlich auch, Dennis, wann soll ich einsteigen, was ist die beste Strategie?
kann ich auch nicht sagen, wann man einsteigen soll, wo ist das hoch, wo ist das tief, können wir ja gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, aber ich empfehle Leuten immer gerne, die ein bisschen in den Markt rein wollen, ja, das einfach ja, monatlich zu machen, ganz einfach. Nimm doch einfach jeden Monat eine kleine Summe, 50 Euro, ja, und spar die einfach in Bitcoins. Und wenn du das über 1, 2, 5, 10 Jahre machst oder vielleicht 100 Euro oder wie viel auch immer du bereit bist, kannst auch 10 Euro jeden Monat sparen, aber konstant, regelmäßig, wie man es beim Sparen eigentlich machen sollte. Und dafür ist so ein Konto ja easy. Man richtet einen Dauerauftrag ein, überweist das auf sein Bitwala-Konto, ganz normal per Überweisung, und dann konvertiert man das jeden Monat einfach in den entsprechenden Coin. Aktuell ist es nur der Bitcoin. Habt ihr Pläne, andere Coins noch zu supporten, oder sagt ihr, nee, wir machen nur den BTC? Nee, wir haben Pläne, andere Coins zu integrieren, ganz klar. Die Sache war, erstens hatten wir Probleme mit der Regulierung und mit unserer Bank. Also Bitcoin ist alt in der Regulierungswelt. Das kennen Sie schon ein bisschen, darauf konnten Sie sich einlassen. Mit Ethereum werden wir jetzt auch die nächsten Schritte machen, aber je jünger diese Coins werden, umso schwieriger tut sich logischerweise der Regulator, steht ja auch immer dieser Security-Verdacht im Raum. Wir werden es sukzessive machen. Wir haben so den Plan, dass wir nächstes Jahr 10 neue Coins dazu kriegen können, aber für mich ist Bitcoin immer der Gatekeeper gewesen. Ja, wenn man jetzt mit Shapeshift oder Changely umgehen kann oder auch mit anderen Exchanges. Bitcoin ist der Point of Entry, mit dem man eben reinkommt, und von da kann man dann ganz schnell sein Portfolio diversifizieren. Also ich glaube, da, ja, die User, die das wollen, die kriegen das dann auch hin. Diversifizieren, ist das eine gute Sache oder nicht? Ja, werden sich Altcoins durchsetzen? Welche werden sich durchsetzen? 1000 Fragen, niemand weiß es. Du sagst, ja, es kommen vielleicht ein paar Coins dazu. Was für Kriterien muss der Coin erfüllen? Denn ihr könnt ja jetzt nicht sagen, okay, wir nehmen einfach viele Coins auf. Worauf achtest du denn, wenn du sagst, okay, der Coin könnte zum Beispiel aufgenommen werden oder ein anderer? Also bei den nächsten, die wir jetzt onboarden, muss es halt eine Currency sein. Also für mich ist ganz wichtig zu sehen, da haben wir Litecoin, Monero, Dash, andere, die wirklich als Currency funktionieren, und wir haben andere, die dann eher doch Aktien oder Securities ähneln. Ich will hier keine Namen nennen, aber diese Differenzierung ist für mich ganz essentiell, weil so kann ich dem Regulator sagen, das ist ähnlich wie Bitcoin, das ist ein bisschen anders, ist eher plattformähnlich oder ist eher eine Software oder eine Security. Ja, das sind so die elementaren Sachen. Das heißt, die altbekannten Litecoin, Monero, Dash, die werden relativ schnell auf die Plattform kommen, bin ich optimistisch. Ja, die anderen, da müssen wir ein bisschen auf den Regulator warten, in welche Richtung er da läuft. Ne? Wir sind ja mitten im Bärenmarkt drin. Wir haben jetzt gerade kurz vor dem Livestream auch drüber gesprochen. Das ist in wenigen Tagen der längste Bärenmarkt der Bitcoin-Geschichte. Also für die Leute, die im Dezember 2017 eingestiegen sind, ja, für die tut's weh, für alle anderen wahrscheinlich auch, ja. Es ist ein langer Bärenmarkt, und der Zeitpunkt, wo ihr jetzt an den Markt gegangen seid, ihr habt euch das natürlich nicht ausgesucht, in den Bärenmarkt an den Start zu gehen, aber hat euch das stark beeinflusst? Glaubst du, es ist, merkt man das irgendwie, dass, weil viele Exchanges machen ja auch zu, vor allem die kleineren, wie ist so dein Gefühl dem gegenüber? Ach, also wir haben dem Ganzen eigentlich relativ entspannt entgegengesehen oder auch durchgesehen. Wir haben das auch, also ich meine, jeder, der in der Bitcoin-Ökonomie länger ist, hat das auch im Januar, Februar einfach letzten Jahres gespürt, dass da zu viel Hitze drin war, und dass es sich jetzt ein bisschen abkühlt, ist eigentlich ganz gut. Unsere Investoren haben zu uns gehalten. Wir haben jetzt auch im Bärenmarkt Trading-Volumen. Also wir merken es eigentlich nicht. Ich finde es eher eine positive Sache, weil dieses letzte Jahr war schon totally crazy, würde ich sagen, was da alles für Leute auf den Markt gekommen sind, und ja, auch diese ganze Philosophie hinter den Kryptos hat sich so ein bisschen verändert. Als wir vor 2, 3, 4, 5 Jahren auf den Konferenzen waren, ging es wirklich um tief systemische, systemkritische Diskussionen. Wir wollten die Welt verändern, und dann kamen viele, ich will es jetzt nicht despektierlich sagen, aber Golddigger, die dann wirklich nach viel Geld und Reichtum und schnellen Reichtum gesucht haben. Und jetzt trennt sich da ein bisschen die Spreu vom Weizen, sowohl bei den ICOs, wer meint es wirklich ernst, wer hat Durchhaltevermögen, wer war nur auf ein schnelles Geld aus, und genau das Gleiche mit den Investoren. Wir brauchen Leute, die wirklich langfristig an den Markt glauben und nicht Leute, die bei jedem Zucken auf dem Markt Panik bekommen. Und dieses Ausdünnen, glaube ich, tut dem Markt gut und auch uns als Unternehmen, weil wir sind jetzt low gestartet, und wenn der nächste Upwards-Trend kommt, den nehmen wir mit, und dann sind wir auch da, und dann staunen alle wieder, was wir für Riesenumsätze machen. Ja,
es war natürlich crazy letzten Dezember. Die großen Exchanges haben einen User-Stop gemacht, haben gesagt, hey Leute, sorry, wir können keine neuen User mehr aufnehmen. Und da war, hat man natürlich ganz klar gemerkt, dass wir schon an der Grenze angekommen waren. Und das, ja, das tut gut natürlich für die Infrastruktur. Die Leute können jetzt das aufbauen, ja, mit, ich sag mal, mit ein bisschen nüchterer Betrachtungsweise des gesamten Marktes und auch für die Zukunft natürlich dann planen. Also ist natürlich auch extrem wichtig, dass der Markt sich dann ein bisschen bereinigt, die Projekte übrig bleiben. Du hast es gerade angesprochen, viele werden natürlich auch verschwinden, weil die haben in der Hochphase eingesammelt, ohne Ende Ethereum und wahrscheinlich Bitcoin eingesammelt. Viele haben das, haben die Coins gehalten, haben monatliche Kosten, die sie ja einfach nicht mehr tragen können, müssen die Coins abstoßen, müssen Leute entlassen. Also es ist wirklich ein hartes, hartes Umfeld. Wie siehst du denn jetzt so die ja, die, ich sag mal, die nächsten Monate, vielleicht 2019, 2020, was glaubst du, was passiert mit dem Markt? Wird er weiter hochgehen? Werden die meisten Coins absterben? Ja, gib mir mal eine kleine Einschätzung von deiner Seite. Also ich denke nicht, dass die meisten, aber schon ein Großteil der Währung wird, werden aussterben, gerade aus den Problemen oder aufgrund der Probleme, die du geschildert hast. Ne? Die haben alle einen riesen Headcount, die haben viele Developer, die sie bezahlen müssen. Die müssen ihre ganzen Entitäten, ne? Die haben ja auch in verschiedenen Restriktionen Firmen aufgebaut, haben verschiedene Offices und das müssen die alles die ganze Zeit bezahlen. Also deswegen sehe ich so für das nächste Jahr noch ein bisschen duster, muss ich sagen. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir es direkt in den nächsten Bullenmarkt gehen. Ich sehe erst noch eine weitere Korrektur, weil eben jetzt viele schlechte Nachrichten kommen. Diese ICO ist pleite, die wird pleite gehen, die ran out of cash. Und so wird sich das ein bisschen, diese negative Stimmung, glaube ich, noch ein bisschen fortsetzen. Aber dafür, je näher wir ans Bitcoin-Halving kommen, umso mehr wird dann die Euphorie auch wieder schön sein, wenn die Kurse wieder steigen. Ne? Also ich bin langfristig in dem Markt drin, bin seit 2010, habe diese Crash mehrfach durchgesehen, durchlebt. Habe auch ein paar Mal gedacht, Bitcoin ist kaputt, Bitcoin ist tot und ja, in meiner Erfahrung ist, Bitcoin ist nicht tot zu kriegen. Ja, es scheint also, je länger der Bärenmarkt ist, je länger wird der Bullrun, also wollen wir hoffen, dass der Bärenmarkt noch ein bisschen anhält und der Bullmarkt umso größer und stärker und schneller wird. Ja, wir alle können da nicht in die Zukunft gucken, aber ich glaube auch langfristig ist das etwas, was sich durchsetzen wird. Vor allem jetzt auch für mich jetzt zum Beispiel, ich sehe es auch jetzt nicht so mega positiv, dass wir jetzt wieder einen Bullrun kriegen in absehbarer Zeit. Also ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mal die 10.000 knacken werden. Vielleicht 2020 wieder gegen Ende 2020 Richtung 20.000 laufen. Und ich glaube erst in weiteren 2 Jahren haben wir die Chance hier, in den nächsten Bullmarkt zu kommen. Aber hey, wer weiß es, vielleicht geht es morgen schon los. Es kann ja irgendwas passieren auf der Welt, was politisch ist, wo die Leute auf einmal in Massen reinströmen. Ein tolles Beispiel, was ich gerne im Moment nenne, ist immer Venezuela. Jetzt mal abgesehen von der Hyperinflation, dass der Staat im Endeffekt die Währung wertlos gemacht hat, letztendlich mit dem Gelddrucken und die Leute ins Elend gestürzt hat. Ganz aber cool. Was ich ganz interessant finde, gerade in Venezuela, ist die Tatsache, Venezuela hat einen großen Teil ihrer Goldreserven bei der Bank of England gelagert und der Maduro hat gesagt, ja bitte schickt mal unser Gold zurück und die Briten haben gesagt, nee, geht nicht, aus versicherungstechnischen Gründen, wir können so eine große Masse an Gold nicht richtig versichern und transportieren. Vielleicht hat es auch einen politischen Hintergrund, keine Ahnung, aber Fakt ist, das Land kommt nicht an sein Gold. Ja? Und das ist ja eigentlich für mich ein optimaler Use Case für Bitcoin, weil da kann kein Dritter dir sagen, nein, du kriegst jetzt deine Coins nicht, du kriegst jetzt deine Werte nicht. Und ich stelle mir halt immer irgendwann mal so in naher Zukunft das vor, dass irgendwann mal vielleicht ein Land anfängt, wirklich auf diesen Zug aufzuspringen. Sagt, pass auf, neben Gold und Edelmetallen, ja, Russland, China kaufen ja ohne Ende gerade Edelmetalle, um sich halt auch ein bisschen unabhängig zu machen von den ganzen, vom Dollar und den ganzen anderen Fiat-Währungen. Aber stell dir mal vor, das passiert, dass ein Land jetzt wirklich offiziell hingeht und sagt, wir kaufen Bitcoin. Ich glaube kaum, dass es ein Land ankündigen würde. Die würden wahrscheinlich im Hintergrund kaufen und dann irgendwann das ankündigen. Aber das könnte natürlich auch wieder zu einem Run führen. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Use Case, weil es ist Geld, was nicht zensiert werden kann. Und das ist eigentlich das, was auch im Vordergrund stehen sollte, finde ich. Das ist absolut richtig. Und weil du Venezuela sagst, das Witzige ist, dass es den Deutschen genauso passiert ist mit den Amerikanern. Die Deutschen wollten ihre Goldreserven auch von den Amerikanern hin und die haben gesagt, nee, vertraut uns, das ist sicher. Und wir durften noch nicht mal gucken gehen, ob es noch da ist. Also nur Venezuela hat die, nicht mal Venezuela alleine hat diese Problematik, sondern auch wir in Deutschland.
Ja, das ist ja spannend. Ich sag mal, diese Revolution, ich weiß nicht, ob wir die wirklich in den westlichen Staaten, Ländern erleben werden, weil wir haben ja eigentlich ein funktionierendes System. Dass die Leute hier ausgeraubt werden mit einer, ich sag mal, einer heimlich schleichenden Inflation, ja, das spürt man nicht unmittelbar. Nein. Das merkt man halt über 20 Jahre. Ich bin jetzt auch ja, Ende 30. Ich weiß noch, als ich klein war, hat ein Eis, eine Kugel Eis, 20 Pfennig gekostet. Ja, heute kostet eine Kugel Eis 1 Euro, 1,50 Euro. Ja, das ist für mich so die gefühlte Inflation. Auch die Benzinpreise. Ja, also man merkt das so langsam. Und ja, da fasst man sich auch mal am Kopf. Und wenn man da diese Geschichte des Geldes auch mal anguckt, der Nixon hat uns ja auch vom Goldstandard quasi rausgenommen, hat einfach mal gesagt, ja, ja, auf einmal kann man das nicht mehr konvertieren, den US-Dollar. Der Dollar war ja die Leitwährung nach dem Zweiten Weltkrieg und er ist die Leitwährung geworden, weil er halt durch Gold gedeckt war. Und seit 1971 hat er Ja, gesagt, genau. ist vorbei und eigentlich leben wir aktuell in der größten, ja, in dem größten Finanzexperiment, was die Welt je gesehen hat. Und ich wundere mich eh, dass es so lange hält, aber Tatsache ist ja auch, die meisten lernen ja nichts darüber in der Schule, wie es funktioniert. Und die sind sich gar nicht so Ganz bewusst, genau. warum wir diese Coins auch als Experiment brauchen. Und vielleicht ist es nicht die beste Lösung, vielleicht ist es die beste Lösung. Das muss sich zeigen, aber wir müssen es probieren. Und ich glaube, da gehört auch viel Aufklärung noch hinzu. Vor allen Dingen hat man gar keinen, was mir immer in diesem ganzen System so auffällt, man hat gar keinen Point of Reference mehr. Also man weiß gar nicht mehr, mit was soll ich es eigentlich vergleichen? Weil die Japaner drucken Geld wie die Verrückten, die Amerikaner drucken Geld wie die Verrückten und die Europäer. Und eigentlich alle schmeißen ihre Gelddruckmaschinen an. Das heißt, man weiß gar nicht, wo entwickelt sich eigentlich die ganze Welt hin? Weil wir vergleichen uns ja unterm Strich unsere Exchange mit Japanese Yen oder mit US-Dollar oder mit anderen Währungen und alle drucken Geld, ne? Deswegen ist es ja, wie du so schon sagst, ein globales Experiment, was wir hier machen. Ja, also wir werden es auf jeden Fall erleben. Ich sag mal, in dem konservativen Deutschland hatten wir schon zwei Währungsreformen. Ich glaube, jetzt gerade mal in 100 Jahren. Ja, also das Ja, ist schon genau. crazy. Und wir sind das konservative, reiche, sichere Deutschland. Ja, also das darf man auch nie vergessen. Aber so eine Währungsreform, wenn die einmal jede Generation stattfindet, dann hat die nächste es wieder vergessen. Also dann passt das auch wieder. Ja, aber Genau. lass uns mal ein bisschen über die Zukunft auch sprechen von vom Bitcoin. Was glaubst du denn? Viele sagen auch, der Bitcoin hat eine alte Technik, der ist so ein bisschen so das Model T wie bei den Autos, der Dinosaurier. Glaubst du, der Bitcoin sollte eine Währung sein, so mit günstigen Gebühren, oder glaubst du, es geht eher in Richtung digitales Gold? Wie siehst du da die Zukunft? Vor allem auch, was Lightning-Netzwerk und ja, Ja. solche Technologien angeht. Oder auch Mimblewimble oder diese ganzen Anonymisierung. Ja, also das ist ein interessanter Punkt, wo ich mich auch immer wieder seit Monaten oder auch schon Jahren stark mache, dass wir uns nicht mal groß entscheiden müssen, ob wir es jetzt wie Gold oder Geld betrachten. Aber wenn wir es steuerlich wie eins dieser zwei Güter betrachten, dann ist uns schon viel geholfen, weil Bitcoin ist keine Aktie, das sage ich immer wieder. Es gibt andere, wo eine Aktie im Raum steht, aber Bitcoin ist eine Währung oder Gold. Und wenn eines der beiden Sachen bei uns in der Regierung durchgesetzt wird, dann ist viel gewonnen, weil eben bei Gold muss man keine Steuern zahlen, bei Geld muss man eigentlich auch auf die Gewinne keine Steuern zahlen. Und da sehe ich den größten Nachholbedarf. Ich weiß schon, wo du hin willst mit der Technologie Bitcoin Cash versus Blockstream und andere. Aber da würde ich mich jetzt gar nicht so groß positionieren. Ich verstehe beide Seiten dort. Ich finde, die Politik muss sich einfach positionieren, dass Bitcoin eben ein Zahlungsmittel ist. Wie Gold oder Currency ist mir eigentlich Wurst. Hauptsache, die besteuern es richtig, damit wir eben unseren Kaffee damit bezahlen können und es auch wirklich als Currency nutzbar ist. Also jetzt, ich sag mal, jetzt über die technische Zukunft zu sprechen, sind große Blöcke der Weg, ist Lightning das Weg? Jeder hat da seine Meinung und ich finde es gut, dass es diese beiden Camps oder mehrere Camps gibt. Und möge der Bessere gewinnen, möge der beste Coin, die beste Absolut. Implementation gewinnen. Hauptsache, wir profitieren davon. Und welches ist das? Das kann wirklich kein Mensch sagen, weil niemand weiß, ja, was die Zukunft bringt. Alles Mögliche kann passieren. Fakt ist, es arbeiten sehr smarte Köpfe in der Branche und das Absolut. Experiment wächst, die Branche wächst und wir stehen ja noch ganz am Anfang. Jetzt Bitwala ist jetzt ganz neu gestartet, gerade mal ein paar Wochen alt, sage ich mal. Ihr habt ja auch viel vor. Konkurrenz in Deutschland, wer ist das? Bitcoin.de zum Beispiel oder andere Unternehmen oder hier im europäischen Raum?
Ja, Bitcoin.de bietet ähnliche Services an, aber Bitcoin.de ist eher eine Exchange. Ich weiß auch aus der einen oder anderen Quelle, dass sie immer mehr in die Richtung Exchange gehen wollen und auch eine volle Exchange-Lizenz dann mittelfristig oder langfristig anbieten wollen. Und für uns sind das eher Partner, weil wir sind ein Bankkonto, von dem man traden kann. Wir haben nicht die Ambition, selber eine Exchange zu sein. Wir wollen diese Second Layer sein. Das heißt, also klar bieten wir ähnlichen Nutzen an, aber wer unser User Interface sieht, wer die ganze Herangehensweise sieht, ist, dass unser Approach ein bisschen was anderes ist. Also wir sagen, Day-to-Day Bank Account mit dem Crypto Teil dran, dass man eben schnell, effizient traden kann. Und unser typischer Nutzer, der will auch nicht unbedingt Daytraden machen, also schnell Gewinne mitnehmen, sondern unser Kunde will kaufen, benutzen, bezahlen, solche Dinge. Bei Bitcoin.de geht es eher traden, die werden eher dann High Frequency, schnelle Trades, schauen, dass Arbitrage durchläuft. Bei uns ist es einfach Usability, einfach keine Stop-Loss-Orders, all die Sachen gibt es bei uns nicht. Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass es eine Währung sein muss, so wie es funktioniert. Und dafür war doch Bitcoin eigentlich auch angedacht. Und letztendlich, wenn wir mal ehrlich sind, natürlich, die Leute denken, ich steige günstig ein, werde reich, wenn das Ding nach oben geht. Aber letztendlich ist der Preis doch egal. Ja, wenn ich jetzt heute sage, ich habe jetzt, sagen wir mal, 100 Euro im Konto und morgen finde ich irgendwo online eine coole Seite, wo ich nur mit Bitcoin bezahlen kann, dann tausche ich halt von den 100 Euro den Betrag zum aktuellen Kurs und kaufe mir das, was ich haben will. Und da spielt der Preis letztendlich ja keine Rolle. Und ich glaube, da müssen wir auch wieder ein bisschen zurück, dass wir den Leuten das erklären. Das muss genutzt werden. Es ist nur horten. Ich weiß nicht, ob das der beste Weg ist. Hodeln, klar, ist schön. Ja, vielleicht auch für die Tochter, für den Sohn was zur Seite legen. Aber es muss ja genutzt werden. Und ich nutze Bitcoin gerne. Viele, ich weiß nicht, wie es euch oder wie es dir da geht. Als der Bitcoin so hoch stand, habe ich Bitcoin auch gerne ausgegeben. Jetzt, ja, denke ich ein bisschen öfters drüber nach, brauche ich das? Aber ich weiß, letztes Jahr, als wir in hohen Preisen waren, habe ich mir einfach mal einen Elektroscooter für Bitcoin gekauft. Warum? Ja, einfach so, weil ich Lust drauf hatte, ja. Das würde ich heute vielleicht nicht machen, weil ich dann ein bisschen mehr Bitcoins ausgeben müsste. Aber das ist, glaube ich, da, wo wir hin zurück müssen. Und da ist so ein Bankkonto natürlich auch der richtige Weg, wenn man den Leuten das richtig erklärt. Absolut, genau. Also rundum unser Pitch, weil wir denken genau die gleichen, also genau deine Worte, wir denken, Bitcoin muss benutzt werden, wir müssen es einfach machen für die Leute, damit zu zahlen im Alltag, ohne die hohe Volatilität mitzunehmen, und mit unserem Bankkonto geht es halt, man kann die Kryptos in Euro halten, ja, also wirklich in Fiat auf dem Bankkonto, und wenn man sie braucht, wenn man bezahlen möchte, dann tauscht man, kann ohne Wechselkursrisiko seine Rechnung bezahlen. Lauter solche Dinge sind mit einem Bankkonto erst möglich. Das war vorher einfach nicht möglich. Ja. Ich hatte jetzt noch ein paar Fragen hier aus dem Chat. Eine Frage, die war ein bisschen vorher, da war, funktioniert die Karte auch im europäischen Ausland? Ja, selbstverständlich. Also die funktioniert weltweit. Also nur um dich anzumelden, musst du eine Residency oder eine Wohnung oder einen Wohnort haben. Du kannst die Karte aber weltweit einsetzen. Ganz klar. Also wo man halt, das ist eine Visa-Karte, ne? Oder ja, Visa. Ganz genau. Ja, das heißt, Mastercard. Ja. Ich habe sie meine jetzt im Portemonnaie, deswegen kann ich nicht drauf gucken. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Ja, also überall, wo ihr mit Master bezahlen könnt, könnt ihr auch die Karte nutzen. Dann hier noch ein paar Fragen. Was kostet die Karte? Gibt es eine FAQ? Karte ist kostenlos, ne? Karte ist kostenlos erstmal, genau. Gerade für die Early Adopter hier, die jetzt reinkommen und sich das so als Erste schnappen wollen, da ist es kostenlos. Danach vielleicht wird es mal erhöht. Also wenn, dann lieber jetzt bestellen. Und was war die zweite Frage? Gibt es FAQ, wo alles noch steht? Achso, FAQ gibt es natürlich. Wir haben eine Academy, kann man bei uns auf die Seite gucken, da steht alles drin. Ja. So, dann das Thema Steuern hat man beim Trading, Leute, wenn es um das Thema Steuern und Trading geht, fragt euren Steuerberater. Natürlich fallen Steuern an, wenn ihr tradet, ja. Aber ihr habt alles auf dem Konto, alles könnt ihr per CSV wahrscheinlich exportieren. Und, genau. Und das Schöne ist, bei uns kann der Steuerberater dann auch wirklich was damit anfangen, weil es ist halt ein Bankkonto und das spricht die gleiche Sprache wie der Steuerberater. Gibt es bei euch telefonischen Support auch? Gibt es auch tatsächlich, wobei, also ich empfehle immer, es geht wesentlich schneller, alles online. Unser Helpcenter ist super, also da kann man sich gut zurechtfinden, aber zur Not kann man auch anrufen, klar. Okay, also ja, ziemlich gut. Also ich gucke nochmal in den Chat rein, ob noch irgendwie was Besonderes ist. Ah ja, eine Frage, das ist auch etwas, was mich interessiert hat, nämlich, was ich gerne will, ist, ich will natürlich auch Geschäfte
dafür begeistern, Bitcoin zu akzeptieren. Und was ich mir immer gewünscht habe, ist, welches Incentive habe ich, wenn ich jetzt ein Geschäft quasi in die Bitcoin-Szene reinbringe, ja, dem erklären kann, pass auf, wenn du Bitcoin akzeptierst, das geht sofort in Euro, da hast du kein Risiko und so weiter. Ich habe mir immer gewünscht, dass es irgendwie mal so ein Affiliate-Programm gibt, wo man halt, wenn ich ein Geschäft reinbringe, zum Beispiel, wenn ihr 1% Gebühr nimmt, dass ich, weiß ich nicht, Summe von den 1% Teil abkriegen würde. Gibt es bei euch sowas? Gibt es einen Reflink? Gibt es irgendwie Affiliate-Programme bei Bitwala oder gibt's, ist das? Gibt es noch nicht, aber es ist wirklich ganz hoch auf unserer Liste. Das sind die nächsten Sachen, die jetzt live geschaltet werden. Ja, kann ich nur sagen, schreibt euch in den Newsletter rein, dann kriegt ihr es sofort mit und wir wollen das genauso. Also ich meine, wir sind aus dem Fintech-Bereich, wir lieben diese moderne Art Werbung zu machen und deswegen also Affiliate und Referral muss einfach sein, kommt sofort oder ziemlich schnell. Na cool, also ich finde es halt immer spannend, wenn man jetzt, es gab damals vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr, wie das Unternehmen hieß, irgendein Unternehmen, das auch so einen Service in Amerika angeboten hat, wie ihr das jetzt macht hier. Ja. Und die hatten auch eine relativ günstige Gebührenstruktur, aber wenn du ein Geschäft reingebracht hast, dann konntest du dafür, hast du von allen Gebühren, die über dieses Geschäft gelaufen sind, hast du einen ganz kleinen Teil von abbekommen und das ist natürlich auch ein schönes Incentive, dann in seinem Dorf rumzugehen, in seinem Ort rumzugehen, Leute ja in die Branche reinzuholen und sagen können, hey, du hast kein Risiko, du kannst es in Euro haben, wenn du willst oder in Bitcoin haben, wenn du willst und die Leute haben wirklich ein Incentive, eröffnen einen neuen Kundenkreis auch und da haben wir auf jeden Fall viel Nachholbedarf in Deutschland, gerade wenn wir jetzt nach Österreich gucken, da geht es ja wirklich rund, vor allem auch das Thema Bitcoin-ATMs, Bitcoin-Coupons bei der Post kann ich kaufen, die haben ja was ganz anderes. Wie sieht es denn aus hier? Ihr habt ja die Solaris-Bank im Rücken, Bitcoin-ATMs, ich weiß, ihr wart in Berlin am Brandenburger Tor, standet ihr irgendwie mal mit einem Bitcoin-ATM und habt da eine kleine Demo gemacht. Genau. Lass uns mal ein bisschen über dieses Thema Bitcoin-ATM in Deutschland sprechen und was wir noch erwarten können. Also zum Ersten muss man sagen, also Bitcoin ATM ist für uns so eine Symbolfigur, dass Deutschland halt bei manchen Sachen einfach immer noch zu langsam ist. Und da muss man sich manchmal auch einfach den Österreicher oder die Österreicher so als Vorbild nehmen, weil die sind eben bei vielen, vielen Sachen wesentlich, wesentlich schneller und auch liberaler, was so neue Technologien angeht, ne? Und für klar ist so eine ATM, ja, also für mich persönlich mit meiner Debitkarte bei Bitwala, ich kann am Geldautomat Geld holen, Geld einzahlen, ja, also bieten wir bald mit einem Partner an, dass man das deutschlandweit anbieten kann, also dass du bei uns in ein Konto einzahlen kannst, Cash, und dann das in Bitcoin umtauschen. Also wir finden Wege, die fast more convenient sind, als jetzt überall ATMs aufzustellen, aber dieses ATM-Bild ist halt so ein Bild, was man einfach so als Sinnbild dafür sehen kann, was in Deutschland manchmal schiefläuft, ne? Wo man sagt, okay, jetzt habt ihr den ersten Schritt gemacht, ihr habt Bitcoin reguliert, aber macht halt den zweiten konsequenten Schritt nicht, so wie die Österreicher dann machen, und dann hast du da die ganzen großen Startups, die hochfahren, profitabel sind, Schweiz, Crypto Valley, also da gibt es wirklich viele, viele Beispiele, wo wir die Talente hier in Deutschland hatten und die Leute sind dann dorthin gegangen, weil die Restriktionen einfacher waren und das ist was, was einfach wehtut, dieses berühmte Regierungs- oder Regulierungsarbitrage-Geschäft, darunter leiden Firmen wie wir, die in Deutschland... Jurisdiction Shopping, ja, das heißt, genau. Die neuen Firmen, ja, die gucken sich rein, wo ist die beste Jurisdiction? Gehe ich in die Schweiz? Gehe ich nach Singapur? Gehe ich nach Liechtenstein? Gehe ich nach Malta? Deutschland steht bei vielen nicht auf dem Plan. Ich glaube, da haben wir noch viel Nachholbedarf, weil es ist viel Talent hier. Die Branche kann groß werden hier, wenn wir klare Regeln haben, wenig Eingriff auch haben. Das mit der BaFin zum Beispiel finde ich total übertrieben, dass da irgendwie ein Oversight ist. Weil letztendlich, ich habe da mal einen sehr interessanten Artikel auch gesehen, Jörg, über das Thema, über Bitcoin, weil Bitcoin, da macht jemand einen Case dafür, der sagt, Bitcoin ist nichts weiteres als Text. Und Text fällt unter die Meinungsfreiheit und da kann und darf nichts zensiert, besteuert oder gar nicht werden, weil letztendlich könnte ich jede Bitcoin-Transaktion ausdrucken und alles per Text wie ein Chat quasi hin und her senden und das fällt unter die Meinungsfreiheit. Da gibt es auf jeden Fall interessante Geschichten. Das ist eine gute Argumentation eigentlich, absolut gut. Und ich bin gespannt. Hier eine Frage noch aus dem Chat. Gibt es einen Bonus, wenn man mit der Karte einkaufen geht, so wie zum Beispiel bei Wirex?
Cashback, also das wird auch einer der nächsten Features sein. Wir wollten jetzt erstmal dieses Krypto-Bankkonto so hinstellen, dass die Leute anfangen können, das zu benutzen. Und klar werden jetzt nach und nach sukzessive mehr und mehr Features kommen. Also wir haben wirklich für 2019 einen straffen Plan inklusive B2B, Go-to-Market. Wir haben wirklich eine volle Pipeline und da können die Leute gespannt sein und bleiben, was da noch kommt. Und Cashback ist ganz hoch mit drauf. Ja, ich denke es auch, dass das so ein kleines Incentive den Leuten zu geben, so ein Cashback zu machen. Ich habe heute in meiner Show darüber gesprochen, die Stadt Wien will jetzt irgendwie so einen Token machen, den Vienna-Token vielleicht, ja, die Leute incentivieren, dass sie irgendwie da bei bestimmten Sachen diesen Vienna-Token gewinnen. Also es passiert extrem viel, leider natürlich alles in Österreich, ne? und wenig hier, aber mal gucken, was die Regierung macht. Hast du, dadurch, dass ihr mit den Regulierern natürlich auch enger zusammenarbeitet, wie sieht denn das aus? Ist da jemand, der euch immer jetzt genau auf die Finger schaut, was ihr macht? Wie kann man sich sowas vorstellen bei einem voll regulierten Unternehmen in Deutschland? Nein, also die Anbahnung, die ist komplizierter, weil man muss viel, viel zeigen, viel erklären. Gerade da wir mit unserem Trading-Apparat mussten eigentlich alles durchleuchten, müssen Security-Checks machen. Aber so, dass da jetzt jemand bei uns im Office sitzt und drauf guckt oder dass wir regelmäßig Calls vom Regulator kriegen, so ist es auf jeden Fall nicht. Also wir sind trotzdem noch ein Startup. Ist ja auch so, dass wir eigentlich nur Dienstleister der Solaris sind. Das heißt, bei der Solaris wird dann vielleicht schon ab und zu jemand drauf gucken, aber bei uns, wir dürfen immer noch uns frei bewegen und haben spezifische Regeln, was Office-Sicherheit und solche Sachen angeht, aber sonst, Sehr schön. Eine Frage noch hier von The Beekeeper. Mich würde mal interessieren, wie ist das mit dem Staatszugriff auf die Konten? Vielleicht spielt er darauf an, dass das Finanzamt immer mehr einfach Banken Anfragen stellt und die Kunden durchleuchtet, ohne dass die Kunden da irgendwie Wind von bekommen. Wie sieht denn das bei euch aus? Ist das möglich? Ja, also beim Bankkonto ist es wie bei jedem anderen Bankkonto auch. Theoretisch ist es möglich. In der Praxis kommt das so gut wie nie vor, weil, warum? Also wenn kein Grundverdacht besteht, kommen die auch nicht darauf, einfach generell überall zu scannen. Also ich würde es nicht zur Steuerhinterziehung bei uns benutzen, weil wir eben alles reporten. Deswegen, wir sind ein reguliertes Unternehmen und bei uns werden auch Transaktionen, verdächtigte Transaktionen gemeldet. Also wie es halt nun mal ist, es ist ein normales Bankkonto und wenn da jemand drauf gucken will in Deutschland, dann ist das halt so, da kann man wahrscheinlich. Aber den normalen User, also berührt es null, nada niente. Das ist so, wie wenn man bei der Sparkasse oder bei FIDO oder bei Number 26 oder wie sie alle heißen, ein Konto aufmacht, ist genau das Gleiche. Genau, klar. Ja, sehr, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, gerade für die Adoption ist die Regulierung für Unternehmen halt einfach wichtig. Die wollen wissen, das ist reguliert, die wollen wissen, das ist versichert, da steckt jemand hinter. Das ist natürlich ein Thema, was gerade in Deutschland, denke ich, vielen auch auf der Seele brennt. Die Leute, die überhaupt nicht für sowas brennen, die machen das im Ausland. Man kann es ja auch komplett anonym machen, wenn man Bitcoin gegen Bargeld kauft. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, das ist immer ganz wichtig, dass man sich vorher auch darüber schlau macht. Ja, aber wichtig ist, ihr habt hier ein vollwertiges Bankkonto. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ganz genau. Und, denke ich, wird weiter wachsen. Also ihr habt ja vieles so geplant, also Cashback und so weiter und so fort, finde ich eine spannende Sache. Was glaubst du, wo die Reise noch so hingeht, jetzt mit Bitwala, so die nächsten 5 Jahre mal? Ja, also ich bin ja Entrepreneur, deswegen muss ich erstens groß denken und auch in meine Firma vertrauen. Deswegen denke ich, Bitwala wird eine der größten Banken Europas, weil wir eben diesen Technikvorsprung haben, den andere dann erst einholen müssen. Ich habe oft mit großen Banken auch in meiner Consulting-Zeit darüber gesprochen, eben Bitcoin oder solche Sachen zu integrieren und das bei solchen großen Banken zu integrieren, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Hat man bei ING und anderen großen Banken gesehen, die das machen wollten, uns dann doch kurz vor Launch gekippt haben. Die brauchen einfach zu lange Zeit und bis die so weit sind wie wir, werden wir sie überholt haben und werden eine der größten Banken Europas. So, das ist unser Ziel. Die größte Bank Europas oder zu den größten. Also habt ihr einen guten, einen hohen Anspruch, ist gut. Wenn man, ich sag mal, die traditionellen Banken teilweise sieht und was die für einen Schabernack treiben, was die für Geschäfte machen, teils kriminelle Geschäfte, wo die hunderte Millionen an Strafen zahlen.
Ja, da haben wir, glaube ich, auch mit der Blockchain noch etwas, was hoffentlich mehr Ehrlichkeit in diesen ganzen, in diese ganze Branche reinbringt, was die Leute zur Ehrlichkeit auch zwingt. Vielleicht ändert es auch ja die Blockchain an den politischen Landschaften was. Vielleicht lass uns mal die letzten paar Minuten noch ein bisschen darüber sprechen, wo die Blockchain, wo das Ganze hingeht. Was glaubst du? Was kann die Blockchain bewirken? Wird sich da gesellschaftlich was ändern im Verhalten der Menschen, im Verhalten von vom Zusammenleben oder generell? Was glaubst du da? Was wird die Blockchain noch ausrichten? Also ich denke, die Blockchain wird die Welt nicht besser machen oder die Menschen nicht besser machen. Das heißt, es wird immer noch böse Menschen geben und es wird immer noch Beschiss geben, auch wenn die Blockchain viel transparenter ist als jetzt die Bankenindustrie. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch einer der Gründe, warum die großen Banken oder die Bankenindustrie am Anfang eben gar nicht begeistert davon war, weil eben alles transparent ist. Weil im Moment passiert bei Banken alles hinter verschlossenen Vorhängen und mit Bitcoin oder Public Ledgern ist eben alles publik, ne? Dann das birgt Risiken und Probleme, die mit denen die Banken sich auseinandersetzen müssen. Deswegen finde ich es eigentlich eine coole Entwicklung. Ja. Also wird noch einiges passieren. Ich merke, du brennst auch für die Branche. Du bist ja jetzt schon lange dabei und du hast ja jetzt natürlich auch ein bisschen Verantwortung, hast Mitarbeiter dabei. Wie habt ihr euch denn finanziert? Ihr habt ja kein ICO gemacht. Plant ihr ein ICO noch? Wie sieht denn das finanziell so bei euch aus? Wir sind ganz traditionell gefundet. Also wir haben ganz am Anfang den HTGF, Halte Gründerfonds, bei uns reingekriegt. Das ist der größte Tech-Investor Europas eigentlich. Dann Alstin mit Carsten Maschmeyer haben wir an Bord. Wir haben DCG aus New York, also diesen wirklich das Urgestein der Krypto-Investoren aus New York bei uns an Bord. Und jetzt ganz neu dazu bekommen haben wir Early Bird und Coparion, auch zwei fantastische VCs, gerade Early Bird, die mit Number 20 gerade diesen ganzen Bankenprozess schon mal durchlaufen haben. Da sind wir sehr froh, dass wir die halt mit reingeholt haben und so haben wir uns finanziert, also ganz klassisch VC gefundet. Ja, sind wir auch ganz froh drum, wenn man jetzt dieses letzte Jahr anguckt mit diesem ganzen Craziness, die da passiert ist, sind wir ganz froh, dass wir so diesen langen Weg gegangen sind und was die Zukunft bringt, das schauen wir dann mal. Da müsst ihr euch auch anmelden. Also wird noch einiges passieren. Eure Seite ist ja auf Englisch auch, verschiedenen anderen Sprachen. Wer ist euer Zielkunde? Sind das nur die Deutschen oder ist das generell Europäer? Europäer. Also klar Deutsche, aber allgemein Europäer und auch diese typischen Internationals, also Leute wie du und ich, die halt wirklich jung und sich auch für Finanzinstrumente interessieren und auch so eine gewisse Affinität haben. Wir haben festgestellt, dass bei den Leuten dann wirklich 90% Englisch sprechen. Aber klar, dadurch, dass wir deutsch stationiert sind und based sind, wollen wir natürlich auch allen Deutschen das anbieten und daher auch in der deutschen Sprache. Wird jetzt auch sukzessiv mehr Sprachen geben, aber da werden wir uns auf die großen spezialisieren. Ich denke, Englisch, dafür decken wir bei unseren Kunden viel ab. Okay, cool. Eine Sache, die ich bei euch noch ein bisschen vermisse, ist eine App. Also ich würde mich gerne irgendwie per App mein Konto ein, die kommt. Okay. Genau. Das ist also wir wollten, wie gesagt, also wir haben gedacht, wir wollen dieses Produkt den Leuten zur Verfügung stellen. Bei uns in der Warteliste waren 40.000 Leute. Unser Support war eigentlich nur damit beschäftigt, zu sagen, ja, bald, bald, bald. Deswegen wollten wir erstmal das Banksystem an sich hinstellen, zu sagen, jetzt könnt ihr traden, jetzt müsst ihr es halt noch am Laptop machen. Aber bis der neue Ledger rauskommt, musste man eh mit dem Cold Storage immer an den Computer. Und das sind unsere Kunden, ne? Die haben Trezor, die haben Ledger, die haben diese Cold Storage Solutions und die funktionieren im Moment immer noch mit dem Rechner. Deswegen haben wir immer unseren Fokus auf Mac oder auf den Rechner gelegt und haben dann gesagt, im zweiten Schritt, nächsten Monat, glaube ich, launchen wir dann unsere App im zweiten Schritt, dass die Leute dann auch das Mobile benutzen können. Aber bis der Ledger, ich weiß gar nicht, wann er kommt, der neue, mit dem Bluetooth-Feature, bis dahin war es eigentlich auch immer alles Web-App-based. Ja, also es funktioniert ja natürlich, viele Leute sind jetzt am Smartphone unterwegs, die Seite ist auch fürs Smartphone, also genau. Soweit ich mich erinnere, optimiert, also das funktioniert absolut. Auch vom Telefon wunderbar. Na klar, eine App ist manchmal ein bisschen komfortabler, aber auf jeden Fall coole Sache. Ich habe jetzt hier im Chat das ein oder andere mal ein bisschen Kritik, dass bei ID Now irgendwie mit der Anmeldung was fehlschlägt, Verbindungstest und so weiter, da gibt es Probleme, das hat nichts mit euch zu tun, ist das bekannt?
Was ist Leider ja, also, wir haben das jetzt schon oft zugerufen gekriegt, wir geben auch das Feedback immer weiter, also es ist nicht so, dass diese Dinge, die unsere Kunden uns sagen, mit IDNOW, von IDNOW nicht gehört werden, also wir reichen alles weiter, aber das ist halt ein technischer Provider von uns und manchmal scheinen die Probleme zu haben, also das Komische ist, wenn wir es versuchen, funktioniert es immer, ist ja klar, der Teufel, der dann immer im Detail sitzt, wir versuchen das klappt nicht und bei anderen Kunden habe ich jetzt schon vermehrt gehört, dass dieses Problem aufkommt, also wir arbeiten mit Hochdruck dran, reichen alles weiter und hoffen, dass wir auch die Sachen schnell in den Griff. Also ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob ich Probleme hatte, bei mir lief es, ich habe aber, glaube ich, dann das WLAN ausgeschaltet irgendwie, dann es über das normale Mobilnetz gemacht, da hatte ich ja weniger Probleme. Ich glaube, beim WLAN war es bei mir auch, hat es gehakt, warum auch immer, aber dann hat es eigentlich funktioniert. Ich fand den Onboarding-Prozess bei euch auch gut, vor allem auch, wie das mit den Keys ausgedruckt wird, dass man sich das aufschreibt, dass man da wirklich durchgeführt wird und die Leute einfach wissen, hey, das ist meins, ich bin dafür verantwortlich und ich finde, der Prozess ist sehr gelungen, kann bestimmt noch optimiert werden, aber ihr seid ja jetzt bei 40.000 Bewerbungen fürs Konto, habt da ja einiges an Feedback, denke ich, und einiges zu tun und ja, es werden jetzt mehr Leute hinzukommen, weil das Konto funktioniert, das ist gut und für alle, die in der Branche tätig sind, ja, hat man hier wirklich eine gute Lösung, meiner Meinung nach. Ne? Super, vielen Dank. Also wenn du irgendwelches Feedback hast, bitte immer gleich weiter. Gerade solche User wie dich, die wollen wir natürlich begeistern. Und wenn da irgendwas dabei ist, was dir auffällt, lass es uns wissen. Wir gehen es zigmal durch. Ich finde auch, also den Onboarding-Prozess haben wir so gestaltet, weil wir uns halt irgendwie auch als Akademie sehen und sagen, wenn du Be Your Own Bank bist, dann sollten die Leute auch dran rangeführt werden und nicht irgendwie so hier ist und stirb, so nach dem Motto. Also wir haben das wirklich sukzessive aufgebaut. Aber wenn du irgendwelche Tipps hast, bitte schickst du uns, kannst du auch gerne über Support oder mich persönlich. Also was natürlich so cool wäre, jetzt so direkt als Anmerkung, wenn man halt zum Beispiel Sachen einstellen könnte, wenn halt Geld auf eine bestimmte BTC-Adresse kommt, dass zum Beispiel 50% des Eingangs direkt konvertiert werden in BTC oder solche so kleine Automatisierungsprozesse, wo ich zum Beispiel dann also irgendwie was machen kann. Aber da gibt es ja wahrscheinlich bestimmt viele To-Dos, die ihr noch habt. Ne? Aber Dennis, schreibst du was wirklich? Also das werde ich mir jetzt notieren. Wenn du irgendwie sowas hast, schick uns das. Wir lieben sowas umzusetzen. So, jetzt ist der Jörg irgendwie ein bisschen stehen geblieben bei mir. Vielleicht ist seine Verbindung raus. Keine Ahnung. Ah, da bist du wieder. Ja, ich bin irgendwie mit dem Handynetz drin und jetzt hat es gerade einen Hänger gehabt. Tut mir leid. Kein Problem, aber es hat funktioniert. Ich würde sagen, wir haben auch jetzt relativ fast eine knappe Stunde gesprochen. Gibt es so zum Schluss noch ein bisschen etwas, über was du reden möchtest? Gibt es was Besonderes noch, was du ankündigen möchtest oder irgendwie etwas, was du hier noch kundtun möchtest? Ja. Das ist eine gute. Jetzt höre ich dich wieder. Ja, ach je. Also das tut mir leid. Man steckt da nicht drin. Was ich noch sagen kann, ich freue mich wir freuen uns über jeden Kunden. Meldet euch an, meldet euch auch für den Newsletter an, damit ihr eben für die neuen Themen up to date bleibt, damit ihr wisst, was Neues passiert. Auch die Features und alles leiten wir immer in unseren Newsletter weiter. Deswegen, meldet euch an und wir freuen uns über jeden Kunden. Und auch für unsere Kunden gilt natürlich das Gleiche wie für dich auch. Wenn irgendwas gewünscht ist, wenn Features gewünscht sind, wenn irgendwelche Bugs oder Probleme auftauchen, einfach uns schreiben, wir nehmen uns denen an. Und wo schicke ich die E-Mail hin mit den Vorschlägen? Support@bitwala.com, genau. Und dann wird es auch sofort an die richtigen Stationen weitergeleitet. Und wir sind relativ schnell, also wir sind datengetrieben und usergetrieben. Wir setzen unsere Kunden wirklich über alles und setzen halt das um, was unsere Kunden haben wollen. Sehr schön, so muss das sein. Ein Startup, ein junges Unternehmen, noch überschaubare Mitarbeiteranzahl. Ich denke, das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren hoffentlich ändern zum Positiven. Ich wünsche euch viel Erfolg bei dem, was ihr tut. Auf jeden Fall bisher macht ihr einen sehr guten Job. Ich bin ein begeisterter Kunde von euch und freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast hier fürs Interview heute. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir in ein paar Monaten nochmal zusammenkommen. Vielleicht komme ich auch mal gerne mal nach Berlin. Lade ich dich auf den Gear im Room 77 ein. Genau, der Rooms, da wollte ich doch jetzt zum Schluss mal drauf sprechen, der Room 77 für die Berliner, das war so der erste Anlaufpunkt der Szene in Berlin, ne?
Ja, weltweit. Also das war die erste Bar weltweit, die Bitcoin akzeptiert hat. Deswegen ist es wirklich für jeden, der Krypto mag, egal ob Ethereum, Dash oder Bitcoin, das ist das Mekka, weil viele oder Großteile dieser Plattformen wurden dort bei Jörg Platzer im Room 77 gecodet und geschrieben. Ich kann mich noch erinnern, als Vitalik und viele andere da saßen und noch eine Fork oder ein Upgrade von Bitcoin erschaffen wollten und im Room 77 bei einem Bier zusammensaßen und überlegt haben, wie sie Bitcoin 2.0 machen. Und dann wurde daraus Ethereum, weil Korn nicht mitgespielt hat. Also Bitcoin, der Room 77 hat wirklich eine coole Geschichte. Öffnet jetzt am 1. Februar wieder seine Türen. Die haben renoviert, damit das alles ein bisschen frischer wird. Ja, Küche raus, mehr Bier. Gut, Also mehr ich gebe Bier. gerne einen aus. Man kann auch mit Lightning bezahlen, da funktioniert es nämlich schon. Okay. Und ja, gerne. Kommt Nice. gerne nach Berlin. Ja, ich würde es mir wünschen, dass Berlin es wird wahrscheinlich Berlin sein, da ist sehr viel Talent, viele Unternehmen auch, dass wir so eine Art Kryptovalley, Kryptostadt irgendwie hinkriegen, so vielleicht so eine Szeneviertel. Ich weiß, es gibt in verschiedenen Orten in Deutschland die eine oder andere Straße, wo vermehrt Bitcoin-Akzeptanz stattfindet. Das wäre etwas, ja, was ich mir persönlich wünschen würde, da auch ein Aufruf an alle Zuschauer, ja, wenn ihr irgendwo einkaufen geht, sei es eine Currywurst, sei es zur Werkstatt, sei es sonst wohin, fragt einfach den Inhaber, hey, kann ich auch mit Bitcoin bei euch bezahlen? Sensibilisiert die Leute, sprecht darüber und das kann nur wachsen, wenn wir alle gemeinsam daran ziehen. Und wir sind eine ganz kleine Branche. Man merkt es wirklich, dass wir noch ganz, 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 ganz am Anfang stehen, dieses Thema noch so weit weg ist, ganz viele Vorurteile gibt. Und je öfter ihr die Leute darauf ansprecht, auf Bitcoin und ob man damit bezahlen kann, desto schneller wird das für uns alle vorangehen. Und ich wünsche mir, ja, dass wir in naher Zukunft ja, irgendwann mal in eine Stadt gehen können, wo man überall mit Bitcoin zahlen kann. Ja, und dass man ja letztendlich kein Portemonnaie mehr braucht, sondern alles in seinem Handy machen kann. Da werden wir wahrscheinlich hinkommen, vor allem wenn das Bargeld abgeschafft wird, was vielleicht nicht so toll ist. Aber die Coins, ja, die haben eine gute Zukunft meiner Meinung nach. Und ja, Jörg, wir haben eigentlich alles durch soweit, oder? Ja, danke ich dir Ja. recht herzlich, dass ich hier sein durfte. Also hat mir Ja, echt Spaß gerne. gemacht, war auch ein cooler Talk. Wunderbar. Bin Dann ja würde auch ich ein Fan sagen, von deiner Show, also ich gucke es mir immer ja, wieder gerne danke. an. Ja, freut mich. Ja, man kennt sich ja irgendwie. Ich kannte dich auch und wir kannten uns vorher halt. Jetzt kennen wir uns zwar immer noch nicht persönlich, aber halt hier so durch die Kamera ist ja fast so gut. Ne? Aber das kriegen wir auf jeden Fall mal hin, Berlin. Vielleicht machen wir da mal irgendwann hier mit der Bitcoin-Informant-Show und mit Bitwala irgendwie ein Kleines Get-Together in Berlin. Gathering, ja, Ja, so absolut. im Room 77 oder irgendwo anders, wo man das machen kann. Da hätte ich auf jeden Fall mal Lust drauf, so ein kleines Community-Treffen. Das halten wir mal im Auge, vielleicht sogar für den Sehr gerne. Sommer, wenn es warm ist. Und ja, damit bedanke ich mich bei dir, bei allen Zuschauern, Leute. Und ihr wisst Bescheid, ich sage wie immer, ja, macht es gut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam.